Ein 20-Jähriger landet mit einer Lungenverletzung im Kantonsspital Winterthur. Der Grund für den Spitalbesuch war eher unüblich. 1/2, ein 20-jähriger Schweizer geriet in Atemnot, während er sich selbst befriedigte und musste in die Notaufnahme. Tamedia os Jaudas, der Grund dafür war ein spontanes Pneumomediastinum, eine seltene Lungenverletzung. Tamedia reisa durandi. Darum geht's, ein 20-Jähriger erlitt beim Masturbieren eine Lungenverletzung und landete im Kantonsspital Winterthur. Der Grund dafür war ein spontanes Pneumomediastinum. Der Schweizer konnte nach 4 Tagen wieder entlassen werden. Laut einer Fallstudie der wissenschaftlichen Datenbank Science Direct erlitt ein 20-jähriger Schweizer beim Masturbieren eine Lungenverletzung. Der Mann litt beim Masturbieren plötzlich unter Atemnot und Schmerzen in der Brust und suchte die Intensivstation des Kantonsspitals Winterthur auf. Als er in der Notaufnahme ankam, war außerdem sein Gesicht angeschwollen und es seien knirschende Geräusche von seinem Hals bis zu seinen Armen zu hören gewesen, wie Zürich Today berichtet. Die Diagnose: ein spontanes Pneumomediastinum. Das bedeutet, dass die Luft aus der Lunge entwich und über den Brustkorb, wo sie feststeckte, bis in den Schädel des Schweizers gelangte. Eine solche Verletzung wird im Normalfall durch anstrengende Übungen, starkes Husten oder Erbrechen sowie Asthmaanfälle verursacht. Gemäß den Ärzten des Kantonsspitals ist es das erste Mal, dass ein Fall aufgrund von Masturbation registriert wurde, es seien aber bereits eine Handvoll Fälle beim Sex gemeldet worden. Laut dem Bericht von Science Direct ist die Krankheit höchst selten und betrifft normalerweise junge Männer in ihren 20ern. Außer leichtem Asthma und ADHS sei die Krankengeschichte des 20-Jährigen nicht auffällig gewesen. Nach einer Nacht in der Intensivstation konnte der junge Mann anschließend in eine allgemeine Abteilung verlegt werden, von der er nach 3 Tagen entlassen wurde. Hast du Fragen zu deinen Rechten als Patientin oder Patient? Hier findest du Hilfe, Dachverband Schweizerischer Patientenstellen, Schweizerische Stiftung Patientenorganisation.